Umgeguckt. Und ganz nebenbei erfahrt ihr in unserem Making-of, dass Morten und Co. sogar im Leichenschauhaus eine erstklassige Figur abgeben. Let's give it a second or two first. And Aha, koppelt mit Velvet bereits die dritte Single aus ihrem erfolgreichen aktuellen Album Minor Earth Major Sky aus. Wie auch schon bei den beiden Vorgängern legt die Band einmal mehr großen Wert auf eine gelungene optische Umsetzung des Songs. Wir waren für euch in Hamburg, um hier am Set in einer alten, verwitterten Villa die drei Norweger zu interviewen und um die Dreharbeiten für den neuen Clip zu beobachten. Neben den Musikern von Aha sprachen wir außerdem mit dem Regisseur Harald Swart über die Story des Clips, die sich stark an dessen Hollywood-Debüt One Night at McCool's orientiert, der bei uns vermutlich nächstes Jahr in die Kinos kommen wird. Der Song Velvet wird auf dem Soundtrack meines neuen Films sein. Daher war es ganz natürlich, ein Video zu entwerfen, in dem es eine Verbindung zum Film gibt. Was lag also näher, den gleichen Regisseur für diesen Clip zu verpflichten, zumal der in Norwegen aufgewachsene Harald Swart schon immer ein Fan von Aha war? Harald hatte gespürt, dass dieses Lied wie für seinen Film geschaffen ist. Das ist der eigentliche Grund, warum wir hier mit ihm gelandet sind. In der Story des Films geht es um eine geheimnisvolle Schönheit, die einer ganzen Reihe von Männern gefährlich wird. Da der Clip von Velvet diese Idee ironisch aufgreift, werden Aha von einem Vamp umgarnt, der an Liv Tyler erinnert und gar nichts Gutes im Schilde führt. Ich bin Sascha und ich bin hier so das Mädel, das die Band tötet. Und das sehr brutal. Morten wird mit einem Föhn in seinem Badewasser getötet, Max wird tief gefroren und an den Folgen eines Kopfschusses leidet schließlich Paul. Sorry. Tut mir leid, aber mit so einem Kopfschuss denkt er sich etwas langsam. Ironie war den Musikern von Aha in ihrem neuen Clip sehr wichtig, eine Eigenschaft, die dem Norweger an sich nicht wirklich in die Wiege gelegt wurde. Ihr wisst ja, als Norweger muss man seinen Humor immer etwas trainieren. Er ist uns nicht angeboren, wie auch bei euch Deutschen. Das haben wir wohl gemeinsam. Über Mangel an schwarzem Humor kann man im aktuellen Clip Velvet wirklich nicht klagen. Nach ihrem Tode könnt ihr die Jungs von Aha nämlich in der Leichenhalle bewundern, wo anders mit den Toten umgegangen wird, als man das allgemein vermuten sollte. Die Szene, die ihr gerade gesehen habt, stand aus einem Leichenschauhaus. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Raum wir gerade sind, denn in einem Leichenschauhaus werden die Körper wohl nicht so behandelt, glaube ich. In jedem Fall sind wir bereits tot. Treat the bodies in the way that you saw, I believe. Somewhere after death, somewhere. Morten Harket ist das einzige Bandmitglied, das schon mal über eine Schauspielkarriere nachgedacht hat. Gerade Paul hat damit seine Probleme. Meine Frau ist Regisseurin und ich habe schon Sachen mit ihr zusammen gemacht und es ist immer besser, auf der anderen Seite der Kamera zu stehen. Zumindest für mich persönlich. Max hingegen ist mit seiner Rolle in dem Clip zufrieden. Tiefgefroren hat er nicht wirklich viel zu tun. Das Großartige an dem Tod in einer Gefriertruhe ist, dass es keine schauspielerischen Höchstleistungen erfordert. Ich lerne alles von den toten Fischen. Ich gucke sie an und mache dasselbe. Aber Spaß beiseite. Wir wollten auch wissen, ob sich nach so langer Zeit etwas an der Arbeit für die Band geändert hat. Nothing has changed in one way. Auf die eine Art hat sich gar nichts geändert. Wirklich gar nichts. Es ist immer wieder überraschend zu sehen, wie alles beim Alten geblieben ist. Aber gleichzeitig fallen mir natürlich auch große Veränderungen auf. Es gibt nun viel mehr Mitstreiter als noch vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall unverändert ist der Anspruch, den Aha an die visuelle Umsetzung ihrer Musik stellen. Lasst euch also überraschen.